Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich ein Diagramm, das von Excel automatisch erstellt worden ist, so formatieren kann, dass auch die Werte aus der zweiten Datenreihe vernünftig sichtbar werden. Das ist nämlich hier nicht der Fall und hier in der Lösung kann man diese Werte vernünftig ablesen. Ich habe dazu insbesondere hier die sogenannte Sekundärachse eingefügt. Ich habe hier drei Datenreihen angelegt. Hier jeweils von Montag bis Sonntag, das dreimal. Weiterhin Öffnungszeiten, das sollen Stunden sein, und eine Anzahl von Besuchern in diesen Stunden. Diese Werte sind mehr oder weniger willkürlich festgelegt. Das Entscheidende dabei ist jedoch, dass die Werte in dieser Spalte deutlich größer sind als in dieser Spalte. Und genau daraus resultiert der Effekt, dass die eine Datenreihe vernünftig ablesbar ist und hier auch die entsprechenden Zahlenwerte abgelesen werden können, während die andere Datenreihe, die zwar hier kleine Schwankungen aufweist, nicht mehr vernünftig ablesbar ist. Naja, die Schwankungen sind hier so gut wie gar nicht mehr zu erkennen. Zunächst zeige ich aber nochmal, wie ich überhaupt dieses Diagramm unter Excel erstellen kann. Dazu gehe ich her, markiere meine Tabelle, gehe auf Einfügen, auf Liniendiagramm. Hier muss ich nun aufpassen, dass ich nicht hier die gestapelten Linien nehme, denn dann wird alles aufaddiert, sondern ich muss diesen Typ wählen und schon ist mein Diagramm erstellt. Dabei ist eine Y-Achse beschriftet worden. Die X-Achse ist sofort mit diesen Werten beschriftet worden. Das ist auch gut so. Und es ist auch eine Legende angefertigt worden, sodass ich hier sehen kann, die blaue Linie soll die Öffnungszeiten darstellen und die bräunliche Linie soll die Anzahl der Besucher darstellen. Wie verändere ich nun dieses Diagramm, damit es nachher so aussieht wie dieses? Ich gehe dazu auf die untere Datenreihe. Alle Datenpunkte sind nun angeklickt. Rechte Maustaste. Und gehe nun auf Datenreihen formatieren. Ich lande dann in diesem Menü und kann hier nun eine Sekundärachse hinzufügen. Und schon sehen wir hier, ist eine Sekundärachse hinzugefügt worden. Der Wertebereich ist automatisch von Excel angelegt worden, denn hier ist der größte Wert 12 und Excel hat sich nun entschieden, hier bis zu 15 zu gehen. Und wir sehen hier, der größte Wert ist 1800. Und Excel hat diesen Wert bis 2000 ausgeschmückt. Am einfachsten zu ändern ist natürlich hier oben der Diagrammtitel. Dazu kann ich einfach hier oben in dieses Textfeld gehen und den Text ändern. Außerdem möchte ich nun hier eine Beschriftung hinzufügen, damit ich an dieser Stelle klarer erkennen kann, um was es sich hier handelt. Dazu gehe ich auf dieses Diagramm und bin dann automatisch hier oben im Diagrammentwurfsmodus. Gehe hierzu auf Diagrammelement hinzufügen, Achsentitel und nun muss ich die Achse wählen, die ich zuerst verändern will. Ich werde mit der linken Achse beginnen, das ist die primäre vertikale Achse, also muss ich hier anklicken. Ich kann nun hier einfach den Achsentitel einfügen, dafür klicke ich hier rein und kann nun einfach den Text, den ich dort sehen möchte, einfügen. Das gleiche Spielchen kann ich dann auch nochmal für die andere Achse durchführen, Achsentitel, das ist die Sekundärachse vertikal. Auch hier kann ich nun ganz einfach die Öffnung angeben, in meinem Fall in Stunden. Ich möchte das Ganze formatieren, das kann ich standardmäßig durch dieses Feld tun, da wo ich häufig Werte formatiere, hier Fett, Fett, das gleiche gilt hier, auch das möchte ich Fett anzeigen. Ich kann natürlich auch entsprechend die Farben auswählen und so weiter. Wenn ich nun noch diesen Zahlenbereich verändern möchte, hier zum Beispiel bis zu 20 Stunden auf dieser Achse anzeigen, dann kann ich wiederum hier hingehen, Achsenoptionen und kann hier den Wertebereich festlegen, der auf der sekundären Achse angezeigt werden soll. Und somit ist der Wertebereich von 0 bis zu 25 Öffnungsstunden, naja, 24 wäre wohl das Maximum, angewachsen. Ja, das war es auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.